das macht mich ganz verrückt. Hab ihr eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt. Leider hat sie noch nicht auf Bestätigen geklickt. Jetzt ist die Lage ziemlich verzwickt. Jeden Samstag sieg ich sie im Lokal. Und mein Herz schlägt viel schneller als normal. Ihr Profilbild ist genauso schön wie das Original. Darum ist sie meine allererste Wahl. Ich weiß, es kommt der Tag, an dem ich's probieren. Ich geh einfach hin und dann sag ich zu ihr. Sexy and I know it. Hey, du, ich love you, Candy. Ich kenn dich von mein Handy. Du bist doch die Anita von Facebook und von Twitter. Hey, du, ich love you, Candy. Ich kenn dich von mein Handy. Anita, dein Profil gefällt mir sehr. Weil ich sie noch nicht persönlich kenn, schicke ihr auf Facebook APN. Garantiert kann sie mein Charme nicht widerstehen. Und schon bald werden wir miteinander gehen. Doch was soll das, das kann doch nicht sein. Sie ist den ganzen Tag durchgehend offline. Ich schau alle 5 Minuten in mein Handy rein. Doch sie lockt sich nicht einmal ein. Ich weiß, es kommt der Tag, an dem ich's probieren. Ich geh einfach hin und dann sag ich zu ihr. Sexy and I know it. Hey, du, ich love you, Candy. Ich kenn dich von mein Handy. Du bist doch die Anita von Facebook und von Twitter. Hey, du, ich love you, Candy. Ich kenn dich von mein Handy. Anita, dein Profil gefällt mir sehr. Also gut, ich muss es probieren. Ich werde meine Facebook-Seiten aktualisieren. Bin den ganzen Tag im Zimmer, tu mich fotografieren. Und auf Photoshop die Muskeln retuschieren. Schau jetzt aus wie ein Superstar. Und das gefällt mir unter Kommentar. Da steht, hey, dein Look ist wunderbar. Leider nur ein Kommentar von der Mama. Was? Immer noch keine Reaktion. Mir reicht's! Ich trink mir heute einen an. Geh ins Lokal und will mein Getränk bestellen. Verstoßt mich wer von hinten an. Hey du, ich glaub, ich kenn dich. Leider nur vom Handy. Bitte geh aus Facebook für mich mal kurz hinaus. Ticke, Zacke, Ticke, Zacke! Prost, hier ist